Hallo liebe Freunde, wir sind hier auf der Spider-Insel und zwar diese Insel ist auch eine Time-Insel, die hier hinten oberhalb von Nordwern aus dem Meer auftaucht. Wir sind hier wegen dem Mokomo-Samen und gehen erstmal jetzt hier gemütlich die Mokomo-Samen Nummer 1 sammeln. Und dann gibt es zwei Geheimbereiche, die hier passieren könnt. Die zeigen wir euch natürlich. Die Inseln bleiben, solange wie ihr drauf bleibt. Sobald ihr runter geht, ist die Insel weg. Wenn der Timer abgelaufen ist, das wisst ihr dann auch mittlerweile schon. Wir müssen gerade nur schauen, wo das jetzt war. Ich glaube, da ist weiter runter. Und zwar meine Aufzeichnung gucken, genau, ein bisschen weiter runter. Also hier ist ein Steinpfad am Wasser, den einfach weitergehen, dann könnt ihr direkt zu den zwei Mokomo-Samen 2 und 3 gelangen. Die sind die einmal hier ist einer, Samen Nummer 2 ist da, Samen Nummer 3 ist hier unten an der Ecke und somit haben wir schon mal 3 von 5. Auf dieser Insel gibt es 5. Die Events sind immer ganz nett, immer würde ich immer raten mitzumachen, gerade wenn ihr Karten ja sammeln wollt und ja. Ich hatte jetzt hier kein Glück mit den Karten, leider nichts bekommen. Aber so ist das nun mal. Es ist halt ein Random-Spiel mit Grind ohne Ende und deswegen. Wir sind ja hier wegen den Samen. Das ist ja für uns eigentlich schon mal die halbe Miete. So, hier ist der Geheimweg Nummer 2. Und hier befinden sich auch nochmal zwei Samen im Wasser. Also auch im flachen Wasser, die wir uns krallen werden. Das ist der Samen Nummer 4. Und hier drüben, wenn wir weiter den Weg folgen, kommen wir zurück da, direkt an den Samen Nummer 5. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute.